Leg los. Hallo, wir sind deine Lakaien, Alexander und Ernst. Und ihr seht Crazy Clip TV. Crazy Clip TV. So, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Crazy Clip TV. Ich habe hier wieder besondere Gäste, Ernst Horn und Alexander Vejanov von deinen Lakaien. Hallo. Hallo. Hallo Ernst. Ach, hallo, ja. So, ihr seid mitten in der Tour. Und wie ist es bisher gelaufen, die Crystal Palace Tour? Gut, schön, ja. Also wir haben viel Spaß und haben jeden Abend ein gutes Publikum, das mit uns mitfiebert und sich sehr freut über Altes und Neues. Und Altes im neuen Gewand, mit Schlagzeug, viel Elektronik. Ja, macht Spaß. Gibt es jetzt schon ein Highlight? Also war das Konzert in einer Stadt am besten? Fällt mir jetzt keine spezielle Stadt ein. Nee, das, wie gesagt, also für mich persönlich ist es direkt überraschend, wie frisch das jetzt rüberkommt und die Leute das total mögen. Ja. Normalerweise ist man da schon ein bisschen reserviert, wenn es eine neue Art von Aufführung gibt, von etwas, was die Leute halt schon live sehr gut kennen, aber ja, erfreulich, wirklich. Erstaunlich. Ihr habt ja jetzt eine neue Liveband. Ja, das war einfach die Überlegung, dass man ein Studioalbum macht, das zurück zu den Wurzeln geht, Elektronik-Duo, deine Lakaien, was wir immer waren und geblieben sind, trotz aller vielfältigen und unterschiedlichen Live-Aufführungen mit Orchester zu zweit, zu vier, zu fünf, zu sechs, wie auch immer, mit Streichern, ohne Streicher, mit Schlagzeug jetzt. Und ja, das war der Ansatz, Elektronik und Stimme. Und das Ganze mal mit einem Schlagzeug umzusetzen. Und funktioniert. Aber es heißt nicht, dass wir jetzt die Bandbesetzung gewechselt hätten in dem Sinne, dass du jetzt für dieses Album so konzipiert und wenn wir wieder auf Streicher zurückgreifen, dann sind natürlich unsere liebsten Streicher wieder an Bord. Alvi, Leon, Katharina und Bedeutung. Okay. Bei der Albumproduktion an sich waren Sie aber gar nicht eingebunden jetzt. Das habt ihr beiden komplett im Alleingang aufgenommen, ne? Ja, kann man so sagen, ja. Wie macht ihr das? Einer wohnt in München, einer in Berlin. Immer so mit Internet, dass ihr euch, du schickst ihm die Spuren und du machst den Gesang. Oder trefft ihr euch wirklich im Studio dann ein paar Tage oder ein paar Wochen und arbeitet intensiv zusammen? Ja, also wir treffen uns schon sehr oft. Um auszutauschen, natürlich schickt man sich heutzutage nicht mehr per Post, sondern geht das natürlich viel schneller. Aber die wichtigen Arbeitsphasen, die sind dann immer noch in echt zusammen und dann sehr konzentriert. Meistens natürlich in München im Studio und dann heißt es auch tatsächlich, die Zeit, die zur Verfügung steht, von morgens bis abends zu nutzen und das ist immer sehr produktiv und ja, so ein Eintauchen, alles andere ist dann erstmal unwichtig und man konzentriert sich wirklich auf das, was man sich vornimmt. Du wohnst ja hier in Berlin, heute Abend hast du praktisch ein Heimspiel. Ist das immer was Besonderes, in seiner Heimatstadt zu spielen? Na, ich wohne seit langem in Berlin, ist natürlich besonders. Also allein die Tatsache, dass ich hier zu Fuß nach Hause laufen könnte und es natürlich nicht tue vor dem Konzert, weil sonst fällt man so in den Privatmodus. Aber es werden sehr, sehr viele enge und gute und nette und liebe Menschen aus meinem Leben heute Abend da sein. Und es ist natürlich immer ein bisschen anders, als wenn man im Publikum jemanden kennen würde. Ja. Du wohnst gerne in Berlin. Was ist denn, was ist so dein Highlight? Weswegen lebst du hier so gerne? Ich lebe ja schon seit Mitte der 80er hier und damals war die Stadt ja noch geteilt. Ich bin hier heimisch geworden und bin aber auch sehr froh, dass ich sowohl privat als auch beruflich sehr viel unterwegs bin. Denn Berlin kann auch ganz schön nerven. Okay. Die Berliner Zuschauer hören jetzt alle mal weg, ne? Naja, es weiß jeder, der in Berlin lebt, dass Berlin sehr schön sein kann, für eine Metropole sehr entspannt. In den letzten Jahren extrem beliebt. Man fühlt sich hier also wirklich wie in einer Metropole, Weltstadt, was auch immer. Es war früher nicht so. Früher war es ja ein verschlafenes Kaff. Aber jetzt hat man eben Menschen aus aller Welt hier, weil vergleichsweise das Leben hier billiger ist als in anderen Millionenstädten und viel möglich ist, für Künstler vor allem. Und du lebst immer noch gerne in München? Ach ja. Ach ja. Ja,
Ja, bist du zu faul wegzuziehen oder bist du nicht überzeugt? Ja, ich werde öfters gefragt, aber das ist einfach nicht mein Problem. Mein Problem ist, ich stehe 8:30 Uhr morgens vor dem Studio, ob ich da reingehe oder ins nächste Café gehe. Ja. In Berlin habe ich nur 50 Meter vermutlich zum Café, in München sind es dann 100 Meter. Insofern spricht ein bisschen was für München. Du hast mal in einem anderen Interview gesagt, dass du aber deine beste Zeit in Hamburg verbracht hast. Kannst du das nochmal erklären? Na, das war halt einfach schön, da habe ich es gut erwischt. Das spielen ja oft so auf äußere Umstände auch eine Rolle. Und das war, na gut, es war ein wirklich gutes Studium. Und die Hochschule, die ist da ja an der Alster, sehr schicke Sache. Nur ein paar Minuten in die Unimensa und dann habe ich auch ein schönes Motorrad gehabt und bin dann rausgefahren. Ja, das haben viele Jugendliche gemacht in den 70er Jahren. Heute ist es eher, ja, wenn du nicht ein Rocker bist, was ja die wenigsten sind, sagen die eher, jetzt wäre ich eigentlich im idealen Motorradfahreralter. Das ist ein bisschen Altherrensport geworden inzwischen, stimmt. Ja, dann wundert mich, dass du nicht irgendwie Richtung Hardrock gewechselt bist. Es kommt. Kommt? Alles ist möglich. Also, das nächste Side-Project vielleicht. Ja, ich kaufe mir wieder ein Schlagzeug, das stimmt, ja, aber. Das ist dann eher Fitness, Endlife-Crisis, Anti-Aging-Zuckungen, dass man wieder in die Pötte haut. Ja. Ja, ihr seid ja jetzt bald schon 30 Jahre zusammen. Bald schon 30 Jahre alt. Ich weiß, die Frage habt ihr schon tausendmal gehört, aber ihr habt noch gar keine Ahnung, was ihr jetzt macht bei zum 30-Jährigen. So was Großes. Hm? Mal sehen. Mal sehen? Mhm. Mal sehen. Ich habe was im Kopf, ja, so. Aber ich habe. Das ist wahrscheinlich nichts. Hirngespinst. Genau, es ist noch nicht in die Zensur geraten. Crystal Palace ist das Thema 2014 und auch noch darüber hinaus. Und zum sogenannten 30. wird uns schon was Schönes einfallen, bin ich mir sicher. Ich fände es zum Beispiel eine gute Idee, wenn andere Bands Daniel Lakaien covern würden. Viel Spaß. Gibt es schon. Also ist ja nicht so, dass das nicht schon passiert wäre. Ja. Aber nicht so oft, stimmt. Ja. Ja, vielleicht mal hier ein Aufruf an alle hungrigen Musiker. Ja. Versucht euch mal an uns. Ja, das wäre schön. Wäre interessant zu hören. Gibt es da Wunschkandidaten? Wer das mag, der soll das machen. Und der soll es machen, so wie er will. So wie das legendäre Tape, was ich mal erzähle ich halt gerne, mit Love Me to the End, der das gesungen hat. Und das Ende der zweiten Strophe, wenn es dann überführt in den Instrumentalteil, war dann Love Me to the End, okay. Und dann kam Instrumental. Das finde ich süß. Also in der Richtung wäre es dann gewünscht. Das heißt, DJ Bobo covered Love Me to the End. Ja, zum Beispiel. Ja. Why not? Es wäre sicher im Interesse der, wie soll man sagen, etablierten Plattenindustrie. Des Autoren. Der etablierten Plattenindustrie. Ja, in Autoren auch vielleicht. Ja. Stimmt, genau. Das ist jetzt überhaupt die Idee. Stimmt. Jetzt, wo du sagst, jetzt spricht eigentlich nur noch. Aber dann schon richtig, was weiß ich. Helene Fischer. Ja. Duett. Ja. Love Me to the End of Deutsch, ja. Zum Beispiel 2016. Nehme ich mir jetzt mal vor. Helene, hörst du zu? Bin bereit. Oder ihr macht eine Coverversion von Atemlos. Das mache ich ja schon im Tourbus. Hier kommen aber Geheimnisse an die Luft. Ja. Naja, so nach einer Show, wenn man im Bus sitzt. Wird lustig manchmal. Ja, seid ihr noch richtig im Tourbus unterwegs oder habt ihr abends immer Hotelzimmer? Übernachtet ihr in diesen Pritschen? Nee, wir haben jetzt zum ersten Mal eigentlich so mit allen zusammen einen sehr, sehr schönen Doppeldecker. Macht Spaß. Also ich bin persönlich lieber dann noch unter uns und nicht allein im Hotelzimmer. Das ist dann doch oft sehr öde mit dem Fernseher alleine. Dann kann man noch ein bisschen Party machen auf der Tour, wie man es so kennt. Aber so wild wie früher, oder habt ihr das nie, obwohl er war ja ein Hardrocker. Ich war nicht ein Hardrocker. Ich habe ein bisschen, aber nur so ein bisschen von außen, weil ich nicht so richtig dazu gehört habe, wirklich noch die ganz tollen Zeiten mitgekriegt, so Ende der 60er. Aber nee, jetzt ist sowieso alles still geworden, weil das liegt an der Elektronik, weil eigentlich doch jeder an seinem Smartphone hängt oder am Laptop. Das geht ja nicht. Also Backstage ist wirklich
im Vergleich zu früher. Es ist schade, dass unser Tourmanager jetzt hinter der Kamera sitzt, stand davor. Er könnte uns das jetzt mal bestätigen. Es ist stiller geworden, ja, durch die Elektronik. Ja, wenn du sagst, Ende 60er, Born to be Wild, wäre auch noch eine Coverversion, die ich mir vorstellen könnte, die ihr macht. Oh, ja. Ja, das singt aber dann ernst, oder? Mit Fransenjacke. Ja, das singe ich dann. Und Alexander dann mit der Gitarre dazu. So? Nur so. Absolut. Ja. Naja, gut, jetzt haben wir schon mal ein paar gute Ideen fürs 30-Jährige, ne? Auch Hansi Hinterseher würde ich da empfehlen. Bin ich immer wieder. Viel Spaß. Nein, doch. Weil ich einfach gern mal mit so jemandem Skifahren gehen möchte. Also ein TV-Special. Ja. Helene, Hansi und Ernsti und ja. Alexander. Ja. In den Deutsch-Österreich-Bayerisch-Multikulti-Bergen, so mit allem. Obwohl Schweiz fehlt. Bobo. Ja. Ja. Da schließt sich das wäre Schweiz. Ja. Wir sind ja alle. Wir sind ja alle Musiker. Insofern sollte man auch keine Scheuklappen haben. Offen sein für alles. Ich mache jetzt mal ohne Quatsch. Das passt jetzt nicht in den Rahmen natürlich. Aber ich habe immer wirklich, jetzt mal ohne Quatsch, wirklich auch immer so ein Bedürfnis, eine Lanze für die Schlagerleute zu drehen. Wie sagt man, eine Lanze brechen. Eine Lanze brechen. Ja, also genau. Vor allem für die Musiker auch, jetzt nicht nur die Sänger. Weil das oft wirklich sehr gute Leute sind einfach. Ne? Und wie sich da, so gerade so auf dem Echo oder so, um diesen ganzen Randveranstaltungen, um das Business rum, sich da oft so DJs oder so Leute, die wirklich gerade noch so ihre Sampling-CDs in ihren Laptop reinkriegen, da immer lustig machen über die Schlagerleute, das finde ich ziemlich daneben, ehrlich gesagt. Das können sie sich eigentlich sparen. Also handwerklich sind die Leute okay, was dann am Ende da für die Hörer rauskommt. Ja, ich meine, es gibt viele, die wirklich eigentlich Jazzer sind, die machen Unterhaltungsmusik, weil sie überleben wollen und nicht Taxi fahren, Punkt aus. Und das ist in keinster Weise jetzt ein Grund, sich lustig zu machen. Ja. Gibt schlimmere Arten, sein Geld zu verdienen. Ja, die Crystal Palace Tour geht jetzt noch weiter im November. Was habt ihr jetzt noch so vor euch? Ja, also heute Berlin-Abschluss, dann geht es erstmal nach Shanghai, machen wir Akustik. Und im November kommen dann noch Deutschland-Termine und Schweiz. Und im nächsten Jahr, im Februar, nochmal neue Termine, weil dann doch die Konzerte sehr viel Zuspruch fanden und ja, kann so weitergehen. Wo du gerade Shanghai sagst, ihr wart ja schon ein paar Mal in China auf Tour, ja? Oder einzelne Konzerte gegeben. Ja. Ist das, wie muss man sich das vorstellen? Ist das grundsätzlich anders als hier in Europa? Oh nee, wie Bielefeld. Ja, nee, das ist ganz anders. Du kannst nichts lesen, du verstehst nichts, du bist angewiesen auf nette Menschen, die dir übersetzen und du wirst dauernd eingeladen zu wunderbarem Essen, gastfreundlich ohne Ende. Wunderschöne Sachen haben wir gesehen, natürlich auch grauenhafte Dimensionen des Horrors, die man sich gar nicht vorstellen kann, also was Peking betrifft zum Beispiel. Und Shanghai soll ja auch nicht so ganz ruhig sein, bin sehr gespannt, aber aufregend auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Menschen kamen mir sehr, sehr freundlich vor. Also, nee, nicht nur vor, also sie waren sehr freundlich. Und auch, wenn man immer so sagt, China und Einreise. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die Einreise in China weniger unangenehm war, jetzt an der Grenze am Flughafen, als zum Beispiel New York. Muss man auch mal so sacken lassen. Hängt ja auch immer so ein Day Off dran, dass ihr nochmal ein, zwei Tage länger bleibt. Ich meine, die Flüge sind ja schon bezahlt, da kann man gleich da bleiben, oder? Also diesmal sind wir eingeladen noch so 4-5 Tage in Shanghai. Das macht es natürlich noch schöner. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß in China und den Rest der Tour. Wir werden berichten. Und viel Erfolg noch mit der Crystal Palace CD. Danke, Paddy. Ja.